Captain Hugin. Schnacke. Der Schrei des Planeten. Wollte der Sache nachgehen. Aber wir wurden aufgehalten von seltsamen Wesen. Schwarze, herumschwirrende, geisterhafte Wesen. In ihrer Nähe wird einem ganz anders. Geisterhafte Wesen, hört ihr? Du konntest sie sehen? Oh. Ja, schon. Wieso? Was sind das für Wesen? Okay. Das waren Mäuren. Das klingt ja vielversprechend. Genau! Gehen wir hin! Du bleibst mir schön hier. Was? Wieso? Ich will aber mit! Ich lass dich doch nicht frei im Reaktor rumlaufen. Kannst du auf die mal aufpassen? Ein echter Traumjob. Dauert nicht lange. Wir checken nur schnell die Lage. Sollte ausreichen, wenn wir Jungs uns das angucken. Nicht? Okay. Gehen wir. Ihr beide habt ein Auge aufs Dorf. Entführung! Kidnapping! Die Arme ist es, nee. Oh, feier. Wie armer. Das ist nicht gut. Was geht denn da bloß im Reaktor vor sich? Uns passiert doch nichts. Das ist nicht gut. Sisney hat mich über alles informiert. Ihr dürft durch. Na, danke schön. Ich hätte mich zur Not auch durchgeprügelt. Hier einfach mal. Wo ist denn das da dann? Dann typisch. Eine Falle sein. Und jetzt? Wir werden sehen. Warte mal halt. Ah, ich bin verwirrt. Hier, du kleiner Schokopopo. Popo. Thank you.
Warum kannst du es nicht sehen? Das könnte interessant werden. Warum sieht Cisne die Mäuren? Wenn es denn Mäuren sind überhaupt. Aber eigentlich bleibt ja nichts anderes übrig, dass es Mäuren. Oh, ich hasse das. Ja, ich weiß, wir machen gleich weiter. Moment. So, das ist aber vollkommen ja mal unwichtig. Das muss man hin. Doch jetzt anscheinend ein bisschen schwimmen. Wollen wir da jetzt wirklich rein? Wow, unglaublich. Marco wird dort gefördert, wo der Lebensstrom besonders stark ist. Und wo geht's rein? Servus. Okay, interessant. Sehr interessant. Die haben plötzlich Kugeln. Sind wir endlich da? Wie lange dauert es noch? Noch circa eine Stunde. Welches Spielzeug nehme ich heute? Werden wir denn Waffen brauchen? Kleines Dummchen. Dafür werde ich schon sorgen.
Ihr Lieben, wir machen ganz kurz eine kleine Pause. Ich bin gleich wieder zurück. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Wurde gerade zwar gespeichert, aber... So, das kann jetzt was werden. Der Barry, du musst nicht alles abroppen hier. Denke, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg in Fortnite. Dankeschön. So. Auch wieder schön die Möhrenmusik. Küss mich! Okay. Eine amphibische Kreatur, die in Waldgebieten heimisch ist. Sie setzt sich gegen Angreifer zu wehr, indem sie sie in Frösche verwandelt und in den... Und in der Manier eines Kwafu-Meisters mit Schlägen und Tritten man. Maltretiert. Alka! Das war's! Spitzzahn. Dieses pflanzenähnliche Wesen ist Teil des Ökosystems von Wäldern. Es entzieht dem Boden Nährstoffe, beginnt zu wachsen und zeigt besonders während der Blütezeit einen für Pflanzen eher untypisch großen Appetit. Und Feuer ist. Eine große Sache. Ist hier irgendwas? Da ist was? Das ist total schwer. Ganz kurz. Das sieht schon echt geil aus, muss ich ehrlich sagen. Alter, Alter.
Aber ich hatte ja gesagt, ich bleibe dem Panzerschwert treu. Das wird sich auch hier nicht ändern jetzt. Wie komme ich dir auch schon bekannt vor? Nur kein Über. Krangalan. Dieser waldbewohnende Eierkopf pflanzt sich ungeschlechtlich fort, indem er Mineralien und Marco zu sich nimmt. Das im Körper innen ausgebildete Bulum beschützt nach dem Legen des das Mutterei unter Einsatz seines eigenen Lebens. Der Feind ist geschwächt. Ich glaube, die hatten einen zweiten Score. Wenn wir das auch nicht mehr sicher. Jetzt. Und Schiss. Sehr gut. Links. Ja. Bringen wir Kinder auf. Genug. Geschafft. Feierabend. Das kam mir jetzt gerade sehr bekannt vor. Ich glaube, irgendwie hatten wir das schon mal. Giftmüll, einfach. Vom Müller. Krass. Einmal. Bin mal so frei. So, Gagik Handy. Gagik? Keine Ahnung. Dieser fleischfressende Waldbewohner ist entgegen seiner wilden, anmutenden Erscheinung ein äußerst geschickter Lauerjäger, der im Dickicht geduldig auf seine Beute wartet, um sie aus dem Hinterhalt niederzustrecken. Eises? So, Kimara Mimigri. Das kommt mir auch nicht bekannt vor. Squalscore. Dieses Wesen deckt sich in Waldregionen heimisch und sieht aus wie eine missratene Kreuzung diverser Insektenarten. Es tarnt sich als Pflanze, um Insekten oder Kleinlebewesen anzulocken und die es sich anschließend einverleibt. Eis und Schiss. Nichts überstürzt. Jetzt hilft Stärken.
malträtiert seine Gegner mit einem Megafon und seinem Mokri. Drücke Viereck für eine Angriffsserie mit dem Megafon und rufe mit der Fertigkeit Kupo den Mokri. Bei erfolgreichen Angriffen des Mokris füllt sich die Mokri-Leiste, die spezielle Fertigkeiten erlaubt. Manche lassen sich nur einsetzen, wenn der Mokri anwesend ist. Der Mokri kämpft selbstständig, bis er sich bei 0 TB zurückzieht, kann jedoch sofort wieder berufen werden. Halte beim Reitenviereck für einen Angriff auf den Mokri gedrückt, mit Kreis steigst du ab und mit Dreieck. Mal ganz kurz mal da lang. Hat sich sogar gelohnt. Nochmal Giftmüll treiben. Und so kommen wir zum ganzen Giftmüll. Das ist furchtbar. Da ist die Kiste. Die ich gerne haben möchte. Reif der Weisen. Megaschlag, aua, aua, aua. So, Großhorn, dieser zweibeinige Waldbewohner buddelt mit seinen riesigen Klauen Steine aus dem Erdreich und schleudert sie auf Gegner. Er zeigt ein ausgeprägtes Sozialverhalten und lebt in Herden. Wirksames Feuer. Dann übernimmt. Roger, ich übernehme. So, jetzt haben wir hier gecampt. Moment. Sag mal, wenn wir das sein oder wird das immer mehr? Womöglich wollen sie uns führen. Ich kann sagen, warum geht's nicht? Hallo ihr Lieben! Wolfi, vielen, vielen Dank für deinen Raid! Hallöchen, liebe Raider. Entschuldigung, ich war gerade so fasziniert von dem Spiel. Was hat denn schon gespielt? Super Animal Royale, okay. Wie lief es? Ich habe das jetzt gar nicht mitgekriegt, entschuldigt. Ihr lieben Raider, willkommen bei Final Fantasy 7 Reverse. Eine Windel. Super, haben sogar eine Windel gehabt. Sehr gut.
Das Spiel sagt mir aber persönlich überhaupt nichts. So, wie kommt man da rüber? Wolfi, kannst du mir erklären, wo es um diese oder was man bei dem Spiel machen muss? Ah, Battle Royale mit Tieren. Okay. So, hier ist schon wieder ein Kabel. Das Spiel kannst du jemand schon. Mach ich. Na? Ah, ich sehe das Problem. Ich kann ihn leider auch nicht wegnehmen. Das Ding. Achso, jetzt lasse ich den nur bewegen. Wolfi, wie geht's dir? War so nie geplant, aber das ist mir daneben gekommen. Na komm, hallo. Ich bin krank. Oh nein. Ich wünsche dir gute Besserung. Gold. Gute Besserung. So, jetzt sind wir wieder hier. Das bringt mir aber jetzt nichts. Ach doch, ich muss wieder zurück gerade. Übernimm du. Schön viel trinken. Was soll der Scheiß? Wow. Ha! Alter. Wow, ich bin jetzt hingeflogen. Zieh dich zurück. Verbrenn! Ich zähle auf dich. Aus dem Weg! Was denn? Das ist nichts mehr zu tun. Das war's. So. Mal wieder hier, so schon wieder hier rüber. Das ist gerade nicht so laut. So, jetzt mal wieder hier, aber das bekämpfe ich jetzt mal nicht, weil wir das gerade gemacht haben. Alles klar, Wolfi, dann vielen, vielen Dank nochmal für dein Raid. So. Jetzt passt. Gute Besserung, schön dich ausruhen. Einfach mal ins Wasser hüpfen. Ist doch nicht schlimm.
Und Senka, wie läuft's bei dir? Mal eine Synthese. Na, sag schon, Synthesestufe mal ein bisschen erhöhen. Kann man eigentlich mal ganz kurz machen. Okay, man kann sich jetzt noch ausruhen. Werden wir jetzt tatsächlich auch nochmal machen. Was ist los? Nein, nicht auf den Tisch, Sam. Materia Zerstörung. MP-Boost. Erhöht die Magie um... Kann man zwar schon mal Besitz, okay. Also bevor ich es vergesse, machen wir es ganz kurz bei 11. Warte, was ist hin? Einmal der Banditenreif kriegt sie. Und hier muss doch irgendwo dieser. Utilitäten. Hm.
hoffe, wir müssen jetzt nicht gegen die... Ach du Heiland. Ich bin einfach nur sprachlos. Seht doch. Der Reaktor sollte stillgelegt sein, aber das Marco fließt immer noch in Strömen. Das heißt, wir haben Erfolg. Die Zerstörung der Reaktoren ist sinnvoll und gut. Das eine hat mit dem anderen... Bringen wir es hinter uns. Der Geruch macht mich krank. Scheiße, Shinra? Das haben wir doch dir zu verdanken. Hey, keine falschen Unterstellungen hier! Na klar. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Ein paar Makoschmeißfliegen. Scarlet! Die Schatzsuche verzögert sich etwas. Erst ist das Ungeziefer dran. Was ist das denn schon? Was ist das denn schon wieder? So, ganz kurz Analyse. Incognito. Ein Versuchsobjekt aus dem Labor der Shinra-Forschungsabteilung. Gardisten wurden verschiedene giftige Gewächse und Pilze eingepflanzt, wodurch diese Kreatur mit einer hohen Lebenskraft mutierten Wirksam ins Feuer. Alter. Das war ja wohl. Das Unterschied ist nicht immer weit. Alter, das ist eklig. So. So. Versuchsobjekt H1024. Ein künstlich erschaffene Kreatur aus den Laboren des Shinra-Konzerns. Vermutlich war es purer Zufall, dass sie die zahlreichen Experimente von Professor Hōchi überlebte. Dabei wurde sie bis zu Unkenntlichkeit entstellt. Die Absorption von Marco macht sie stärker. Eis-effektiv. Jetzt hab ich ihr das an. Gut, dass Barrett Eis hat.
lustiges Ding. Was ist denn jetzt? Müssen wir uns ein bisschen beeilen hier. Au. Gott, ist das viel eklig. Ah! Du solltest mir so... Ich wollte gerade sagen.